Hier haben wir, können wir noch ein paar angreifen. Ich sortiere mir hier gerade unten, bevor ich das mache, mal eben noch meine Symbole um, so wie ich die brauche. So wie ich mir die immerhin sortiere. Ja. Machen wir die Klingenform an und stärken uns. Und so. Und sperren das. Und dann geht's los. Können wir ja schon mal ein paar erledigen. Müssen wir eh 6 Stück von kaputt machen. Ja. Haben wir schon mal 2. Geht's weiter. Da ist die nächste. Hier müssen wir rein. Unten auf der Karte wird es uns angezeigt. So, und die sind für uns als Krieger natürlich keine Herausforderung. Da habe ich was Grünes bekommen. Eine neue Hose. Stärke und Ausdauer sind genau meine Talente, die ich brauche. Also ziehen wir die an. Können wir dann hier auch sehen, unser Charakter. Willkommen im Kleidungs... Was auch immer. Ruhe. Da sind wir. Konnte das auch mal verschieben. Egal. Da ist er. Und jetzt haben wir die Hose an. So wie es sollte. Kannst du wieder zumachen. Und, falsche Richtung. Hier geht's weiter. Hallo an alle, die da sind. Schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. So, mit dem müssen wir uns unterhalten. Gucken, was er uns zu sagen hat. Entschuldigung, Akuli. Entschuldigung. Sergeant Kormun, 5. Infanteriekommando, Korriban-Regiment. Kann ich mit euch sprechen? Ja, aber beeilt euch. Kurz, Sergeant. Natürlich. Ihr seid der Akolyt, den Aufseher Dremel hergebracht hat. Okay, Sebastian, viel Spaß beim Spielen. Ins Grab, um zu zeigen, was ihr könnt. Ja, das ist korrekt. Nun, hier ist eure Gelegenheit, nicht nur vor den Aufsehern aufzuschneiden, sondern auch Bande zum imperialen Militär zu knüpfen. Ich befehle hier eine Mission, die Chlorschnecken in diesem Grab zu eliminieren. Das sind schreckliche Biester. Mäuler, die größer sind als euer Kopf. Ich habe 3 Trupps guter Männer bei dem Kampf gegen sie verloren. Sie kommen in Rudeln. Sie verschlingen einfach so einen ganzen Mann. Ja und? Der Tod gehört zum Leben. Ja. So ist es. Aber die Mission droht zu scheitern. Mehr Männer reinzuschicken ist nicht die Lösung. Die verdammten Chlorschnecken vermehren sich so schnell, dass man sie nicht mit gewöhnlichen Methoden auslöschen kann. Also haben wir ihre Brutkammern ins Visier genommen. Sie sind völlig durchgedreht. Wir konnten an allen Brutkammern Sprengsätze platzieren. Ja? Haben uns erwischt, bevor wir sie zünden konnten. Das ist auch schön, das freut mich, wenn du weiter zuschaust. So, wieso sollte ich mich denn darum kümmern? Was interessieren mich so ein paar Chlorschnecken? Aber wir schaffen es nicht ohne euch. Ihr habt einen taktischen Vorteil, den meine Soldaten nicht haben. Die Macht. Ja, das die Macht. Das macht euch wertvoller als ein Dutzend normaler Männer. Unterschätzt diese Chlorschnecken nicht. Sie sind viel schlauer, als sie aussehen. Ganz schön intelligente Tiere sind das. Man mag das gar nicht glauben. So, ich habe gerade das Gefühl, ich sollte das Spiel noch ein klein bisschen lauter machen. Ja. Auf 90. Auf 85. So. Ein bisschen lauter gemacht. Kann man gleich noch besser verstehen, was sie hier so sagen. So, wir sind noch nicht aufgestiegen. Können wir hier also bei der Wächter auch noch nicht leveln. Aber was wir machen sollen, ist Chlorschnecken töten und einen Sprengsatz hochladen. Das steht hier unten. So, dann fangen wir doch mal an mit Chlorschnecken töten. Zack. Zack. Oh ja. Oh, erste Tod. Zweite Tod. Zack. Dritte. Und die vierte. Oh, hab ich mich verzählt? 4 von 6. Na gut. Auch gut. So, hier haben wir noch mehr. Noch mehr. Zack, schon erledigt. So,
hier müssen wir lang. Wenn wir uns das mal auf der Karte angucken. Da sind wir. Und da müssen wir hin die Bombe hochjagen. Anschließend müssen wir hier noch einige Sachen erledigen. Machen wir dann gleich. Erstmal jagen wir die Bombe hoch. Oder den Sprengsatz vielmehr. Was ich nochmal eben machen könnte ist, ich habe hier noch zwei Medipacks. Die lege ich mir mal dahin, dann kann ich da im Notfall mal drauf zugreifen. So, runter geht's hier. Und hier sind noch ein paar Glorschnecken und da rechts seht ihr sie schon. Oder seht ihr ihn schon, den Sprengsatz, den wir sprengen müssen. Oh, komm her. Stirb. Zack, Stufenaufstieg. Jawohl, so muss das sein. So. Sprengsatz. And always remember, cool guys don't look at explosions. Zack. Habt ihr das gehört? Da ist irgendwas Schleimiges explodiert, würde ich behaupten. So, achso, da muss ich jetzt noch ein paar Sucher. Wo habe ich denn noch Sucher? Wühler, Brut. Ah, die Sucher sind draußen, genau. Da muss ich gleich draußen noch ein paar erledigen. Aber das ist kein Problem. Draußen vor diesem Grab gibt es hier noch nicht, glaube ich. Oder zumindest nicht hier jetzt gerade. So, bevor wir nach da hinten weiterziehen, gehen wir mal eben hier bei der Wächter vorbei. Denn wir haben ja, wie ihr gerade gesehen habt, einen Levelaufstieg bekommen und können jetzt bei der... Was? Kaufen. Eine neue Fähigkeit erwerben. So. Haben wir trainiert. Merkt euch, Frieden gibt es nicht. Und dann können wir ihm noch erzählen, dass wir seine Schnecken zerstört haben. Hervorragend. Und dafür bekommen wir ein paar Stiefel. Das ist doch schön. Zack. Neue Schuhe. Was ich jetzt mal mache, ist folgendes. So. Ganze farblich ein bisschen anpassen. Und dann geht's weiter. So. Sucher und so brauchen wir nicht mehr. Wobei es eigentlich auch sinnvoll ist, hier immer mal ein paar mitzunehmen. Gibt nämlich Erfahrungspunkte. Und Erfahrungspunkte brauchen wir, um aufzusteigen. So. Außerdem droppen die Gegenstände das immer gut. Hier gibt es noch eine Queste. Nehmen wir mit. Ist zum Lesen. Oh, also, imperialer Erlass 936. Söldner haben die Chlorschneckenplage in Ajun Pals Grab ausgenutzt, um wertvolle Artefakte aus der Tiefe zu stehlen. Diese Situation ist inakzeptabel. Ihr seid dazu ermächtigt, diesen Söldnern mit äußerster Gewalt eine Lektion zu erteilen, dass weitere Entweihungen nicht toleriert werden. Die Aufgabe ist gefährlich und es wurde eine Gefahrenzulage bewilligt. Wenn ihr eure Mission erfüllt habt, trefft mich an der Krankenstation, um eure Entlohnung zu erhalten. Sergeant Rekel. Es gibt, also Aufgabe ist, 10 Grabplünderer erledigen und 3 Artefakte zu beschaffen. Dafür gibt es 50 Credits, 781 Erfahrungspunkte, eine einfache Auszeichnung und ein Medipack. Annehmen. Machen wir. Das macht sich quasi wie von selbst auf den Weg. So, zack. Komm her. Achso, gut, machen wir. So, ist der auch schon tot. Und das war die neue Fähigkeit, die ich gerade eingesetzt habe. Die ermöglicht es mir, an einen Gegner ranzuspringen. So. Fünf Stück haben wir schon. 6. 7.
Oh, der hat was Grünes fallen lassen. Und zwar neue Stiefel. Allerdings Ausdauer Willenskraft. Ist ja nun so gar nichts für uns. Das ist mehr was für den wie heißt er denn? Zauberer? Nee, Magier, also den Sorcerer, den was auch immer. Den anderen Sith-Krieger jedenfalls. Sith-Kämpfer. Den Namen gerade vergessen. Ich bin doch so schlecht darin, mir Namen zu merken. Das ist so furchtbar. Willkommen zurück. Ich habe in der Zeit schon mal so ein paar Grabräuber erledigt. Die wollen hier dieses Grab plündern und ich halte sie auf. So einfach. So, wir müssen in diese Richtung weiter. Ihr seht's hier, in da müssen wir hin. In die Waffenkammer, das ist unsere Hauptqueste. Und hier hoch müssen wir für den imperialen Erlass. Das war der Quest, den wir gerade angenommen haben. Hier gibt es eine Grabplünderer-Wache, die ist etwas kräftiger, aber auch die stellt keine Herausforderung dar. Genau, Inquisitor. Ja, was auch immer. Ah, guck mal, hier haben wir schon einen. Kalek. Hallo Kalek. Schön, dass du mit mir hier das Grab säuberst. Zack. So, wir machen erstmal die Hauptqueste. Hier lang. Und dann gehen wir da die Treppe hoch. Guckt euch das mal an hier. So. Hier, diese Druiden könnt ihr euch schon mal angucken. Die stehen da nicht nur durch Zufall. Wer hätte das gedacht? So, kleine Videosequenz. Ich lasse mich trotzdem eingeblendet. Oh, eine Waffe. Eine Waffe. Eine Waffe. Auf jeden Fall besser als unsere. Jawohl, erhalt eine Belohnung. Inventar war eine Sith-Kriegsklinge. Und ihr seht, die ist deutlich besser als meine. Anlegen. Super. So, und dann jetzt wollen wir das Grab. Oh nein, wer hätte das gedacht? Wer hätte denn das gedacht, dass sich dadurch diese Druiden auslösen? Was ein Zufall. Was ein Zufall. Ja, zack. Na komm her, zack. Was kennst du das mit den Zufällen? Ach, auch hier. Nein. Was ein Zufall. Nein. Ich mache mich darüber lustig, weil eigentlich ist es verdammt cool, das Spiel. Ich mag das sehr gerne. Und manchmal sind hier so einige Sachen sehr klischeehaft. Aber deswegen spiele ich ja auch einen ganz klischeehaften Thiss-Krieger. Ja. Komm, heb das auf. So. Auf geht's. Hier oben sind auch noch zwei. Nein, falsch, hier oben waren zwei. Ja. Können wir hier wieder rausgehen. Und dann wird das rot. So, dann geht's hier Treppe hoch. Ich könnte eigentlich das rennen.